Das ist Radio mit K von Steffen und Felix. Radio mit K, Steffen Israel, Felix Brummer, wir sind wieder zurück jetzt hier in den großen, ehrwürdigen Hallen, Steffen, wieder. Wir waren zur letzten Folge, waren wir hier bei dir in deiner muckeligen Studentenwohnung. Ja, aber ich will demnächst Arbeit und Privates trennen. Deswegen sind wir wieder im ARD Hauptstadtstudio. Ich will die Arbeit nicht mit nach Hause eingeloggt. Nehmen. Eingeloggt. Ja, Kaffee, Steffen, man muss es trennen. Jetzt, wo wir gerade auch wieder, wir haben ja wieder eine richtige Arbeit jetzt plötzlich. Wir arbeiten ja wieder als Musiker. Ja. Wieder angestellt. Ja. Neulich hatten wir unseren ersten Auftritt auf einem Festival wieder, so richtig wie... Der erste richtige quasi. Richtig so. Auf Maloche mal wieder gefahren. Am Wochenende hier in die Knochenmühle. 300 Meter Trockenwand. Und davor haben wir noch ein Musikvideo gedreht. Auch das? Ey, wir waren richtig fleißig. Ohne Scheiß, ne? Das Musikvideo ist jetzt schon draußen, wir können mal kurz darüber quatschen. Hast du dafür kurz Zeit, Steffen? Ja, ich hätte eine Minute. Weil wir haben für das Musikvideo, ich weiß gar nicht so richtig, ob man das in dem Video, wir haben zum Glück so ein bisschen auch mit dem Handy gefilmt, aber ob das in dem Video so richtig zur Geltung kommt, was wir da für Maschinen am Start hatten. Wir hatten so Windmaschinen. Max. Ach so. Max, die Drummaschine auf jeden Fall. Nee, aber wir hatten so Windmaschinen uns ausgeliehen und haben mit denen so ein bisschen Geige gemacht. Und das war wirklich ein paar ordentliche Brummer. Mad Max, das war wirklich krass. Das war wirklich, keine Ahnung. Und das Geilste war, da kam ein Typ, diese Maschinen kamen ja quasi nicht allein, sondern die kamen mit so zwei Typen, die steuerten. Die auch, glaube ich, selbst gebaut haben aus irgendwelchen alten Cessna-Motoren. Ja, genau. Und einer von diesen Typen hatte eine Augenklappe. Und den ganzen Dreh über hat sich niemand getraut zu fragen, woher diese Augenklappe kam. Man hat halt nur mit diesen riesigen Windmaschinen zu tun gehabt, die halt wirklich so alles aufgewirbelt haben. Steine ohne Ende. Also man hatte so eine Vermutung, woher diese Augenklappe vielleicht kommen könnte. Aber... Das war echt. Vielleicht war es auch nur ein Mode-Accessoire. Vielleicht will er ein bisschen mysteriös wirken. Aber haben wir uns auch überlegt. Es hat extrem gepasst. Zu diesem ganzen Mad Max-Look. Das war wirklich. Ja, wir haben das in Brandenburg gedreht zu unserer neuen Single. Wittenberg ist nicht Paris. Und war aufregend, wirklich. Ja, ordentlich Wind. Ja, und es war wieder so. Wir haben so einen Nachtdreh gemacht und haben mal wieder festgestellt, wie kompliziert das ist. Dass man bei so einem Nachtdreh ja das große Problem hat, so ein Nachtdreh ist halt vorbei, wenn es halt Tag wird. Und im Sommer ging das relativ schnell. Also wir hatten ja eigentlich nur so 6-8 Stunden. Und man dreht so. Und man dreht und dann zwischendurch braucht man eine Pause und so. Und plötzlich hinten raus merkt man so, ach du Scheiße. Also bei mir ging es los ab dem Moment, wo ich die Vögel zwitschern hörte. Da wusste ich, oh nein. Man weiß so ungefähr, was man noch auf der Platte hat, was man noch drehen muss. Und dann hört man so, da fangen so die Vögel an zu zwitschern. Und man war schon so, oh nein. Und dann wurde so der Himmel hinten so langsam ein bisschen heller. Und ja, so. Und wenn man dann der Blick Richtung Regisseur geht und der Regisseur hat die Hände so auf den Kopf legen, dann weiß er, oha, das ist nicht gut. Au. Ja, also ich bin aber trotzdem, ich bin sehr zufrieden. Ich finde, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Metaebene des Videos so richtig rausgekommen ist mit dieser, was es auf sich hat mit der Bushaltestelle und dem Café. Ja, am Ende sind es aber schöne Bilder, wie wir im Auge eines Tornados stehen. Ja. Das ist schon beeindruckend. Ja, ich würde Metaebene ist vielleicht vom Winde verweht. Vom Winde verweht, Steffen. Willst du den Song jetzt eigentlich spielen? Wünsche ich mir den, ja, klar. Ja, doch. Dann mach mal hier so? Ich weiß nicht, ich verliere langsam den Überblick, wann unsere Sendung ist. Ich frag mich eher so, ob wir das jetzt so, ob wir das so überreizen dürfen, unser Blatt, dass die Leute nicht irgendwann so sind, so, oh ja, Leute, wir haben es verstanden, ihr habt eine Band. Wir sind aber Fans von eurem Podcast. Ja. Das tut uns leid, dass wir vielleicht zu viel von unserer Arbeit reden, aber nur deswegen haben wir diesen Podcast eigentlich. Also es ist auch wieder sozusagen, aber auch cool zu wissen, dass die Leute wegen uns als Menschen einschalten und nicht nur weil wir... Na, die Frage ist, Steffen, hättest du jetzt einen anderen Song, den du eigentlich lieber spielen würdest und den jetzt dafür opfern müsstest oder wärst du jetzt gerade? Gerne, also ich soll den auf meine Top 5 nehmen. Nee, das ist so eine Frage von mir. Beim letzten Mal hatten wir beide schon einen Song erreicht bei uns in Top 5. Ja gut, okay, das war auch so wirklich so der erste Song seit gefühlt Jahrzehnten. Ich würde mal sagen, wir spielen den erstmal. Jetzt Kind in den Brunnen gefallen, die Leute wollen es jetzt hören. Und dann schauen wir mal, ob ich noch vielleicht Zeit habe, noch meinen anderen Song zu spielen. Okay, dann jetzt hier, Kraftklub mit Wittenberg ist nicht Paris. Und schaut euch mal das Video an, ist voll cool. Wittenberg ist nicht Paris, war das von der Formation Kraftklub. Ja, an der Rhythmusgitarre Steffen Israel, am Sprechgesang. Felix Brummer. Ja, und man hört bei dem Song, ne, das ist jetzt hier mal so ein bisschen, der erste Kraftklub-Song, der war ja noch so relativ, ich sag mal, eine typische Kraftklub-Linie sozusagen. Und hier wird schon relativ viel
gesungen auch in den Strophen. Ja. Ne? Das ist, es deutet sich an. Es deutet sich an. Wird es weniger Rap? Ja, ist da vielleicht eine Weiterentwicklung? Also gibt es da irgendwie eine Art von Varianz in dieser neuen Platte? Jetzt der zweite Song von Cargo ist draußen. Unserem neuen Album. Ja, wir dürfen es jetzt wirklich nicht übertreiben mit der Werbung hier. Wir sind ja immer noch im ARD-Hauptstadtstudio. Wir sind ja immer noch bekannt für investigativen, seriösen Journalismus. Wir decken auf, was andere sich nicht trauen. Und es ist ja auch noch hin bis zum 23. September, bis unser Album kommt. Da kann man, muss man jetzt nicht so die Leute nicht nerven. Darüber reden darin. Ne? Ja, kapier ich. Und in den Shownotes muss man jetzt auch nicht mehr. Nee. Und wenn es bis dahin lange hin ist, ne, wie lange es erst zu unserer Cargo-Tour im November hin ist. Ja, das ist dann auch haben wir noch Zeit. Da wollen wir uns jetzt euch nicht so... Tickets bei Grasostoff.de. Gut, was ist sonst so passiert? Ich würde noch ein kleines Follow-up machen von unserer letzten Folge, glaube ich. Da haben wir über diesen vermeintlichen Beyoncé-Song geredet. ihr könnt auch mit uns so schreiben. Ja, wir haben es jetzt auch gecheckt. Das ist eine Künstlerin namens Amerie mit dem Song One Thing. Ist so ein Song, Stefan, habe ich gedacht, der könnte auch gut in deine Dings passen, in deine hier Studenten-Party-Playlist, wenn du auflegst. Der könnte aber schon gut an. Ich hab ihn mir in meine DJ-Playlist, die nur für so Songs sammelt, habe ich den schon reingemacht. Der passt wirklich sagen, dass ich das nach wie vor krass finde. Also ich will dir jetzt nicht vorwerfen zu biten oder so, aber ich meine, hier, liebe Amerie, du klingst halt auch einfach wirklich sehr, sehr nach Queen Bee. Das ist ja auch gar kein Front, das ist ja... Ich finde, man gibt schlechtere, mit der man verglichen werden kann oder verwechselt sogar. Aber das ist schon frappierend gewesen, fand ich. Ich hatte auch letztens, wurde mir eine Künstlerin gezeigt, die echt richtig schon verboten, genau wie Marina the Diamond klingt. Also es ist schon einfach kopiert. Mia Morgan. Nein, sie heißt Montaigne, wird es geschrieben. Montaigne. Aha. Und das klingt echt, ich kann ich vorspielen gerade? Das ist schon heftig, wenn ich mal kurz... Okay, es klingt ja sogar instrumental. Ja, okay. Ist krass gebeitet, oder? Ja, das ist schon... Problem ist, es gefällt mir trotzdem. Also, es ist ja nicht das Problem, aber es ist schon krass, wie man da ein bisschen ab... Also, naja, warum nicht? Ja, das ist schon ein bisschen fies auch. Vor allem, weil man bei Marina auch immer so ein bisschen das Gefühl hat, sie hat nie den Step zum Superstar den geschafft. Big Step nicht, war immer ein bisschen Indie geblieben. Ja. Apropos Indie, Steffen. Und ich wollte auch noch was zuletzt. Schieß los. Oder willst du? Weil du gerade beim Follow-up warst, wollte ich nur noch sagen, weil ich habe doch letztens die Frage gestellt, wie man reagiert, wenn einen jemand darauf anspricht, dass man eine Maske aufhat im Supermarkt. Mhm. Und da war unsere Lösung zu konfrontieren, dass nur weil die Regierung das jetzt nicht mehr fordert. Schlafschafe machen alles, was die Regierung sagt. Genau. Die Regierung sagt, aber hier keine Maske mehr, dann machen die Schlafschafe, machen jetzt natürlich die Maske ab. Genau. Aber auch nicht schlecht von unserer Community, haben ein paar geschrieben, einfach zu sagen, ich habe einen Attest. Sehr gut. Ich muss die Maske tragen. Ja, das ist sehr gut. Ich habe einen Attest. Richtig gut. Wir haben eine lustige gute Community. Es haben so drei, vier Leute geschrieben. Also, Leute, ihr seid gut drauf. Nicht gut, nicht schlecht, würde ich sagen. Apropos Indie. Apropos Indie wollte ich gerade sagen. Ja, ich überlege jetzt gerade, ich habe zwei Geschichten. Ich habe eine Corona-Geschichte noch, die würde jetzt dazu ein bisschen passen. Oder ich hätte noch eine Festival-Geschichte. Ich mache mal die Festival-Geschichte, die Corona-Geschichte erzähle ich dann vielleicht das nächste Mal, weil wir haben so viel über Corona geredet die letzten Jahre. Das muss warten. Aber es ist ein bisschen eine lustige Geschichte. Ist immer aktuell, Corona. Ja. Wird immer aktuell. Also, Steffen, wir waren bei unserem ersten Festival. Wir haben es vorhin schon angedeutet. Und ich sag dir, Indie is back. Indie is sowas von back. Wir haben es wir haben es geahnt, Zeit. Aber wir sind dort aufmarschiert, ne? Am Nachmittag Provinz gespielt, da war the hell los, dann am Abend hat die Band mit dem K gespielt und zwar Mayhem, also ich sage euch ganz offiziell, Leute, wenn das die Studenten, also ich meine, das waren Studierende offensichtlich aus Konstanz, die da halt am Start waren alle. Und Juju jetzt auch mit Band, auch Indie. Ja, quasi, Juju hat auch eine Gitarre sich noch auf die Bühne gestellt. Und ja, war wirklich beeindruckend und dieser ganze Tag war so richtig, ich habe mich gefühlt, ich habe ja nie studiert, aber ich habe mich gefühlt wie du damals in Mittweiler, Steffen, als du noch Student warst, so habe ich mich da gefühlt. Wir sind früh angekommen, dann bin ich so direkt mit ein paar Leuten, du warst leider nicht dabei, du kannst ja erzählen, was du in der Zeit gemacht hast, aber ich bin mit Karl und Till und noch ein paar anderen, sind wir so an den coolen Spot am Fluss da gefahren, da wurde nämlich der da entspringt nämlich der Rhein, wurde mir erklärt. Aus den Alpen fließt das Wasser rein in den Teich da und dann fließt da so der Rhein los. Ich habe gehört, ganz kurz, dass alle Menschen, die jemals gelebt haben auf dem Planeten zusammen, würden nicht in den Bodensee passen.
wurde mir dort erzählt. Wie, was? Na, alle Menschen, die jetzt aktuell leben, so 7 Milliarden, plus die Menschen, die alle schon vorher gelebt haben, ich weiß nicht, wie wenn viele die, das wenn sind. Wenn man die alle zusammen alle, addiert. Jeder, der schon mal gestorben ist oder noch lebt, wenn man die alle da reinpacken würde, wäre der immer noch nicht voll mit Menschen. Ach, so tief ist der. So groß ist der. Oh ja, okay. Unglaublich. Das Faszination Bodensee. Das erklärt auch ein bisschen, also weil wir kennen das an, und da springen so zwei so eine kernigen Sportstudenten, ne, springen so von dieser Brücke dort rein. Ich natürlich in grenzenloser Selbstüberschätzung gesagt, das mache ich auch. Zur Seite. Oder so hingegangen und die standen schon hinten. Ja, wir warten. Das mache ich natürlich auch. Und dann sind wir da hochgegangen und halt wirklich, ich bin schon beim Laufen, habe ich schon gemerkt, so, oh nein, das ist echt wesentlich höher, als es so von weit aussah. Ich dachte wirklich. Auch schon lange her, dass man mal ins Wasser gesprungen ja, hat. Ja, und vor allen Dingen, die sind auch mit so formvollendeten Hechtsprüngen da natürlich reingesprungen. Ja, also, ja, wie gesagt, von ihren wirklich gezimmerten Sixpacks mal ganz abgesehen, aber ich dachte dann so, da möchte ich die nachstehen, kletter da hoch und da ist wirklich so, ach du Kacke, ist das hoch. Till ist, also Till und ich, wir sind dann beide reingesprungen. Till ist reingesprungen, weil er meinte, er konnte es dann einfach nicht die Kinder enttäuschen, die mit so einem Ausflugsdampfer so vorbeigefahren sind. Und so, und die Handys gezückt spring, haben. Spring! Du bist ja der Coolste, wenn du. Und dann habe ich aber auch Video gesehen und dann sind wir beide wirklich wie so, wir sind beide in so Kerze, so mit so flatternden Armen und Beinen so ins Wasser gesprungen. So wie Tom Cruise dann. Und dann im Wasser wirklich. Schockierend, wie kalt das war. Davor hätte ich mehr Angst gehabt, weil uns wurde schon berichtet, dass es eigentlich viel zu kalt ist. Unglaublich, wie kalt. Ja. Und ich meine, du kennst es doch, dass man so, es ist kalt so an der Ostsee, man geht ins Wasser und denkt so, und denkt am Anfang so, ach, boah, das geht ja nicht, das geht überhaupt gar nicht. Dann ist man im Wasser drin und dann gewöhnt man sich so, dann ist man so einmal drin und dann schwimmt man halt so. Und das wurde wirklich, das wurde einfach nicht besser, das wurde immer schlimmer gefühlt. So, das, ganz viele Nadelstiche, die einen malträtiert haben. Da. Piranhas drin auch. Bodensee-Piranhas. Das war wirklich ganz schön krass. Und da, also dann, da, aber dann dafür natürlich mega wach gewesen, ja, und absolut ready. Dafür hat Till aber ganz schön lange geschlafen danach im Backstage. Ready for the concert. Yes. Und ach genau, ich wollte erstmal noch erzählen, an dem Fluss waren so ganz viele, so die haben quasi alles, an dem ganzen Tag wurde alles so aufgebaut für uns, wie so, als würden die so ein Schauspiel machen, diese Studierenden, um quasi jedes Klischee von Studenten und Studentinnen zu erfüllen. Mhm. Es war wie so eine Art Saufspiel Olympia, die dort veranstaltet waren, mit so ganz, ganz vielen so Tischen, mit solchen roten College-Bechern drauf, wie man so von Ami-TikToks kennt oder aus so Red Cups. Ja, genau, aus so Teenager-Filmen. Mhm. Ja, und alle halt da so am Hängen, Losen. Vorglühen. Ich habe das gesehen, am Wasser hat jeder halt, ist nichts Besonderes, aber jeder hat so mit einem Kasten Bier hin. Mhm. Zu dritt. Und dann haben die den stehen gelassen, wenn er alle war. Und war, also es war wirklich sehr, die Vorfreude war wirklich mit Händen zu greifen, schon am Vormittag. Ja. Ich bin dann auch so übers Gelände dann mal gelaufen und dachte ich mir so, boah, wir waren ja schon lange nicht mehr im Festival und dachte mir, boah, das ist ein junges Publikum, die sind ja alle echt jung. Hm. Dann ist mir aber aufgefallen, ach nee, ich bin ja alt. Nee. Ich glaube. Oder war das schon relativ jung? Das ist schon ein junges Publikum gewesen, plus so ein ganz unerfahrenes. Das sind ja auch Leute, denen fehlen ja auch 2 Jahre lang Festivalübung. Die waren wirklich alle so auch ganz, so wie so eine junge Rehe, die so rumhüpfen, aber deren Beine noch so zu unstabil sind, um die so wirklich sicher zu tragen. Hm. So sahen die alle dort aus irgendwie. Das war so ganz, die waren so übermotiviert und sind ständig hingefallen und sind ständig gerannt. Oh, also haben so jeden Weg, also kennst du so Leute, die so kleine Kinder auch, wenn die so jeden Weg, den die machen, einfach rennen. Ja, also so war das da auch. Of Death nicht aufeinander zu, sondern die sind voneinander weggerannt. Also. Naja, aber jedenfalls sehr gute Stimmung wirklich von Anfang an. Und bei unserem Backstage aber, da war es ein bisschen langweilig. Ja, weißt du warum? Wir waren Headliner. Ja. Wir haben es nach oben geschafft und das mit dem einher geht die Einsamkeit. Ja. Das ist abgeschottet von den coolen anderen Bands. Aber erst viel zu spät aufgefallen. Wir haben dann immer so gefragt, so, sag mal, wo sind denn alle und so, ne? Also wir waren ja ziemlich früh da und dachten, naja, okay, da gehen wir halt erstmal irgendwie in die Stadt rein, dann kommt man wieder. Immer noch niemanden getroffen, keine anderen Bands, so. Ich meine, da waren ja ein paar Kolleginnen und Kollegen am Start, mit denen man hätte mal irgendwie gerne gechillt und so. Und dann irgendwann schwart es uns, wir haben halt so dieses Headliner-Zelt, was
was quasi so mit so einem separaten Zugang zu so Badebereich war, also so wo man halt hier Zähne putzen konnte und also Toiletten. So. Ja, genau. Sorry. Ja, ich hab den. Bad, wie heißt das? Badebereich. Das ist ein separater Nassbereich. Lapisin, wie heißt es noch gleich auf Deutsch? Na, jedenfalls, irgendwann hat gemessen, so, oben ist der coole Backstage, wo alle anderen zusammen rumhängen und irgendwie quatschen und chillen. Ja, und dann, als wir das gefunden haben, war es dann irgendwie auch ganz cool. Aber bis dahin war ich so, hä? Warum ist denn das so öde heute den ganzen Tag? Wir treffen niemanden. Chillst ein bisschen vor sich hin. Ja, aber dann abends halt auch wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Konzert gespielt. Es war gar nicht so spektakulär. So, wir hatten jetzt keine kranken Bühnenaufbauten oder so. Es war ruhig einfach nur mal wieder einfach Lane. Auf die Bühne und just gespielt. Playing. Und die Leute sind hohl gedreht. Ich war halt echt sehr aufgeregt, weil ich nicht wusste, was passiert, weil ich nicht mal weiß, wie das war und ob ich dann auf der Bühne stehe und vielleicht so aufgeregt bin, dass ich alles vergesse, so ein Blackout habe. Davor hatte ich tierische Angst. Aber war nicht so. Ich habe mich echt an den Stellen gar nicht verspielt, wo ich dachte, das könnte passieren, sondern so random an so ein paar anderen Stellen. Aber sonst fand ich, haben wir echt gut abgeliefert. Ich fand auch, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, stimmt. Du kommen ja noch ein paar. Genau, es kommen noch ein paar Festivals. Wir können jetzt auch nicht jedes Festival so detailliert besprechen, weil es werden eine Menge Folgen und ich spüre noch mit Kummer noch ein paar. Also Leute, das ist jetzt nur der Warm-up. Vielleicht sehen wir uns ja da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielleicht sehen wir uns ja irgendwo mal auf einem Festival. Das würde uns freuen. Und das ist wirklich, ich habe dann so mal vor mich hingeguckt, sehe diese, da waren bestimmt über 20.000 Leute, guckst so rein, alle halt ohne Maske, alle am Durchdrehen. Und das war mir wieder so, man musste sich erstmal das kurz wieder bewusst machen, das ist es jetzt wieder, worauf wir gewartet haben, 2 Jahre lang, jetzt war es wieder soweit. Ohne irgendeine Art von Beschränkung, ohne gar nichts. Gar nichts. Einfach alle ihr Leben gelebt. Leben, Leben. Ja, immer auch so schön am Testen immer vorbei, Mogel. Könnte ja sein, man kommt nicht rein. Das ist auf jeden Fall so. Das habe ich auf jeden Fall schon mehrmals, sage ich mal, im erweiterten Kolleginnen- und Kollegenkreis in der Musikbranche gehört, dass quasi einfach irgendwann die Leute also aufgehört haben, sich zu testen. Weil man wusste so, also irgendwann, es war dann einfach quasi eher so, ja, testet ihr euch jeden Tag und irgendwann kippt die Stimme zu so, nee, wir testen uns einfach gar nicht mehr. Und man so, hey, warum testet ihr euch nicht mehr? Naja, einfach weil, wenn irgendwas ist so, dann ist halt einfach irgendwie gleich alles im Arsch und so. Und deswegen lieber einfach nicht testen. Ich meine, wenn man, bis jetzt war es bei allen so, dass die ansteckend waren, auch krank waren. Und dann bleibst du natürlich eh zu Hause. Ja, das Gute bei uns ist, bei uns hatten es halt einfach schon alle. Das ist alle durch. Da haben wir so einen kleinen Stadtvorteil, glaube ich. Die zweite Welle geht jetzt aber los. Zweite Ansteckungswelle. Ja. Ich hatte es relativ spät ja erst, aber mal gucken. Wie gesagt, Corona-Geschichte muss ich das nächste Mal noch erzählen, Steffen. Aber du wolltest noch eine Geschichte über, wir hatten jetzt gerade hier ziemlich viel mit Thema Wasser. Ja. Du wolltest auch noch eine Wassergeschichte. Ja, ich war wieder mal auf dem Boot eingeladen, auf dem Geburtstag. Aber nicht auf dem Bodensee? Nicht auf dem Bodensee, das war hier in Berlin. Mhm. Und das war auf dem Hausboot mit so Plattformen. Da wo du schon mal ins Wasser geklatscht bist. Da, wo ich schon mal ins Wasser gefahren bin, genau, die Geschichte hatte ich ja auch schon mal erzählt. Da waren die 22 Plattformen nicht ganz aneinander gestellt und zwar dunkel, nicht Blödi, hab ich da reingefallen. Naja, und diesmal war ich wieder dort und bei einer Geburtstagsparty und da war auch ein Baby da. Das war sehr familiär, die Geburtstagsfeier. Und Babys wollen ja andauernd schlafen und dann musste das Baby schlafen in dem Hausboot. In dem Hausboot und die Toilette war ja aber auch in dem Hausboot drin. Es war alles sehr eng und hellhörig, deswegen musste man immer ganz leise da in das Hausboot rein, das Baby ja nicht aufwecken und dann so auf die Toilette schleichen, so alles ganz leise. Und dann ist aber die Toilette auf so einem Podest quasi, so 70 Zentimeter und ist alles ganz eng. Und dann wollte ich beim Aufsteigen quasi, bin ich so an die Kante gekommen, abgerutscht und dann quasi mit meinem Schienbein einmal so die Metallkante von diesem Podest so. Und in dem Moment will man ja nichts anderes aus einfach nur schreien, weil das die schlimmsten Schmerzen der Welt sind. Und es ging nicht wegen dem Baby. Und dann einfach nur quasi in mich rein. Und das Baby ist... hat nichts davon mitbekommen. Steffen, du, heldenhaft. Heldenhaft. Ja, sowas passiert. Das sind die Hausbootgeschichten. Ja, ich sammle jetzt so Hausbootgeschichten. Also, ich komme bestimmt noch ein paar. Ja, irgendwann werden das so Yachtgeschichten. dein Freundeskreis wird immer reicher. Ne? Also, neulich waren wir wieder auf unserer Yacht. Neulich waren wir in Cannes.
Steffen, so. haben wir noch Zeit für eine Geschichte? Ich weiß gar nicht. Wir müssen noch deinen Song spielen und vielleicht meinen ich dann oder nicht dann. Weil ich wollte noch eine Frage loswerden. Mhm, schieß los. Zur Corona-One-App. One-App. Steffen, und zwar habe ich mich gefragt, die Fallzahlen sinken ja jetzt offensichtlich. Wir haben gerade darüber geredet, das ist quasi es kehrt so zumindest im Sommer über so ein bisschen Normalität ein. Und die Corona-Warn-App, ne, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber geredet, immer feuerrot, die, ich weiß nicht, was bei dir auch das anzeigt auf deinem, auf deinem Mobilfunkgerät. Oh, die ist grün. Wirklich? Guck gerade, ist grün. Obwohl ich auf einem Festival war mit 20.000 Leuten, wie geht das? Sein. Na jedenfalls, ploppt doch manchmal auf dem Handy dann die Meldung auf, deine Corona-Warn-App hat Neuigkeiten. Oder es gibt Neuigkeiten in ihrer Corona-Warn-App. Ja, hab ich letztens auch bekommen. Hab ich nicht, und ich finde es so, so tragisch, dass es so, da immer nur schlechte Neuigkeiten. Also es ist so, hey, es gibt Neuigkeiten. Das klingt wie so, ihnen hat jemand geschrieben. sie haben ein Match. Oder so. Ja. So klingt das doch. Ja, und dann sind es aber immer nur schlechte Nachrichten. Und ich plädiere dafür, dass man jetzt anfängt, in diese Corona-Warn-App auch so positive, na, es gibt Neuigkeiten in der Corona-Warn-App. Ja, positive Neuigkeiten kriegst du da auch manchmal. Nicht schlecht, Steffen. Aber so, dass so die Inzidenz ist unter 400 gefallen zum Beispiel. Oder eine Woche ohne Corona-Toten. Ich glaube, das dauert noch. Ja, gab's schon. Ja. Oder so, der Landkreis Oberhavel hat zum ersten Mal hier eine freie Intensivbettenbelegung oder sowas. Weißt du, dass man diese Corona-Warn-App auch so zur Motivation nutzt. Weißt du, das ist so, immer Leute bleiben auf dem Laufenden, aber holen sich so ein bisschen, auch mal ein bisschen gutes Gefühl für den Tag. Ja, aber man soll aber ja auch nicht das vergessen, dass es jetzt vorbei ist. Wie? Das ist vorbei? Ist, ja. Winter is coming and. Ach, der Winter ist kalt. Corona ist wahrscheinlich dann, deswegen, die App will uns einfach ein bisschen auf Zack halten. Also, dass man es noch ein bisschen ernst nimmt. So. Ja, aber weißt du was, ich glaube, ich habe eher das Gefühl, man muss es, gerade weil Winter coming ist, ne, ist es jetzt ein Denkfehler von mir, wenn ich denke, dass man jetzt im Sommer eigentlich so viel wie möglich sich machen sollte. Machen sollte und mit ungeschützt mit Leuten reden sollte. Ungeschützt reden. Ohne Abstand zu. Ja, genau. Nasen ablecken, Fremde. Um quasi den Winter dann zu entlasten. Das hat ja selbst unser Messias. Unser Messias? Dr. Jesus Christus. Dr. Drossen. Er hat ja auch gesagt, er empfiehlt ein, zwei Raves pro Woche. Empfehlung von Dr. Drossen. Es ist gut, wenn die jungen Leute im Sommer sich beisammen treffen, täten. Beisammen. Also, dass die Leute im Sommer viel machen, gerade die Jungen, weil die natürlich weniger gefährdet sind für einen schlimmen Verlauf. Und aber wenn die alle sich safe sind, sind die ein krasses Fundament in der Gesellschaft für die nächste Welle. Steffen, da frage ich mich so, warum verstanden das nicht in den Tag. Das klingt für mich absolut logisch. Das war ja auch meine Intuition. Ich frage mich, warum jetzt nicht Olaf Scholz eine Fernsehansprache hält und ganz explizit die Leute auffordert, jetzt vom Bundeskanzleramt mal so ein paar Raves jede Woche. Jede Woche so veranstalten. Bundesraves. Oder den Leuten auch mal so ins Gewissen reden, es liegt quasi in der Verantwortung jedes Einzelnen. So wie es quasi vor 2 Jahren für jeden Einzelnen, hey, stay the fuck home, Leute, jetzt mal wirklich hier, jetzt müssen wir Omas retten, wir müssen jetzt, und jetzt wirklich so, Leute, es ist eure Verantwortung, jetzt gefälligst rauszugehen, ohne Maske, euch unter so viel wie möglich Leute in stickigen Kellern in Berlin zu treffen, zu lauter Technomusik und die Aerosole auszutauschen. Das erwartet jetzt euer Land von euch. Weißt du, das wäre so eine Art Patriotismus, mit dem könnte ich endlich auch mal was damit anfangen. Ja. Weißt du, nicht immer hier irgendwie verteidigen und irgendwie für Vaterland irgendwie irgendwo in Krieg ziehen. Nee, weißt du, so Aerosole austauschen, das kann ich noch so gerade so verstehen. Auch mal etwas leisten zum Wohle der Gesellschaft. Ja, raven für unsere Gesellschaft, raven für Oma. Ja. Oder sowas. Doch, genau. So, könnte die Kampagne heißen zum Beispiel. Steffen, wir müssen da mal den paar Tipps geben. Kommunikativ fehlt da noch ein bisschen was. Ne? Wir wollen uns ja nicht gemein machen mit denen da oben. Ne? Aber ich glaube, so manchmal, es braucht dann einfach so eine gewisse Autorität, die dann einfach mal sagt, so Leute, jetzt wird geraved. Ne, mal eine gute PR-Strategie. Ärmel hochkrempeln, wie langweilig. Oder auch, es muss ja nicht unbedingt ein Rave sein, es kann ja auch zum Beispiel auch ein Rockkonzert sein. Nur mal angenommen. Nur mal beispielsweise. Geht auch, soll auch helfen. Ja, also. Laut Dr. Roxton. Ja. Ich habe ja auch gehört, Dr. Justin hat ja auch eine Verbindung zu Rockmusik, habe ich gehört. Ja, das ist auch ein Gitarre-Rocker, glaube ich.
Ach, ja, ich glaube, Christian Drosten hat ja den Corona-Podcast beendet beim NDR und ich glaube, ja. Steffen, wir haben da, uns fällt da jetzt wieder so eine Art Verantwortung zu. Wir müssen das jetzt genau, übernehmen, glaube ich. Es liegt in seinem Interesse. Nicht ganz so 100% so kompetent, aber dafür scheuen wir uns nicht. Weißt du, der Christian Drosten war ja immer ein bisschen vorsichtig und konnte auch einräumen, wenn er mal keine Ahnung von was hatte und mal irgendwie, hat sich ja immer sehr vorsichtig geäußert zu Dingen, zu denen er was sagen kann. Und bei anderen Sachen hat er auch immer sehr transparent gesagt, okay, da habe ich jetzt keine Ahnung davon und so. Genau. Bei uns gibt's das nicht. Bei uns, wir sagen auch zu Sachen, von denen wir wirklich null Ahnung haben, sehr viel. Ja, das ist der Vorteil. Einfach mal raushauen damit. Mhm. Wir sind nicht kompetent, aber innovativ. Ja, in der nächsten Folge rudern wir dann zurück. So, das haben wir gemeinsam. Ja. Aber grundsätzlich haben wir schon erstmal ein bisschen mehr raus. Oh weh. Ach, Steffen, ich würde sagen, callen wir das im Rap oder was? Callen wir das in Folge. Wie man beim Film sagt, beim Musikvideo, was wir gedreht haben, vergangene Woche. Ach, ich freue mich echt drauf, wenn der zweite Song ist draußen. Wenn die Folge draußen ist, die wir jetzt heute aufgenommen haben, haben wir, glaube ich, auch schon die Wiedervereinigung gespielt. Das große Konzert mit KZ und Kesper zusammen. Oder spielen wir am nächsten Tag dann? Kommt ein Tag vorher raus. Am Freitag kommt und Samstag spielen wir. Ja. Also, ihr habt noch, also es gibt keine Karten mehr. Nee, es gibt keine Karten mehr, aber ich finde halt, da schließt sich ein Kreis. Wollen ja keine Werbung machen. Weil wir dieses Konzert ja, das ist ja ein Konzert, das haben wir in der Corona-Pandemie angekündigt und direkt verkauft. Mhm. Und Leute genommen und gleich direkt ausgegeben, bevor wir die Leistung. Ja, wir haben es ja nicht ausgegeben, wir haben es ja an die Crew ausgegeben. Genau, ja. an die Crews der Bands gezahlt, zu einer Zeit, wo es alles noch so ein bisschen unsicher war und die aber jetzt Geld brauchten. Und deswegen, da wird es auch wenig Effekte geben auf der Bühne, weil hätte alles Geld gekostet. Und deswegen wird eine einfache. Aber der große Effekt ist, finde ich ja, dass wir angekündigt haben, wir wussten ja auch nicht, wann das Konzert stattfinden konnte. Mhm. Das Einzige, was wir gesagt haben, war, wir lassen dieses Konzert stattfinden zu dem Zeitpunkt, wo es wieder möglich ist, Konzerte so zu spielen, wie wir die spielen wollen. Und Leute, es ist soweit. Das sind doch wirklich tolle Nachrichten, finde ich. Das ist doch wirklich schön. Es ist wieder soweit, man kann ein Konzert so spielen, wie wir gerne Konzerte spielen und wie Leute gerne die Konzerte sich reinziehen wollen. Ach, aus. Und da gibt es vielleicht, und vielleicht, Steffen, vielleicht gibt es da auch einen neuen Sound, den können wir ja nächste Woche spielen. Boah, das ist ja. Ich glaube, da geht's nämlich schon wieder einen neuen Sound. Ach, wir sind wirklich, ich muss wirklich sagen, so schwer das war die letzten Jahre, so nichts draußen zu haben und so und immer nur so zu hoffen, dass irgendwann alles wieder besser wird. Jetzt macht es richtig Bock, wieder Musik rauszubringen in dieser Zeit. Wenn die Clubs offen sind und man die auch irgendwo sieht, dass die irgendwo gespielt wird und dass wir die auch spielen können und so. Es ist wirklich, es war genauso richtig, das abzuwarten. Und jetzt macht's Bock rauszubringen. Jetzt sind wir so faul. Genau jetzt. Gott sei Dank. Ja, aber Summer, ja, alles gut. Das wird der Summer of Love, Leute, 2022. Wird ganz groß. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Wir hören uns wieder. Ciao, ciao. Macht's gut, Leute.